Die Jugend sucht mal wieder den geistigen, sprachlichen Dünnschiss, den sie so 2014 produziert hat. Und das Voting für das Jugendwort 2014 ist eröffnet. Wer nicht weiß, was das Jugendwort ist, das ist eine Aktion von Langscheid, in dem sie jährlich das beste Wort suchen, was die Jugend so in diesem Jahr produziert hat. Verantwortlich ist dieses Programm unter anderem auch für so kreative Sachen wie Herzen, Niveau-Limbo, Swag, YOLO und Babo. Und für dieses Jahr stehen mal wieder 30 neue Wörter zur Verfügung, die man wählen kann. Eines dieser Wörter ist Teebatzen und da merke ich auch schon gleich beim ersten Wort, dass ich alt werde. Weil bei diesem Wort muss ich irgendwie an Tee und Harzen denken. Aber nein, das Wort steht dafür, dass jemand irgendwas richtig Teures kauft. Die Frage ist dabei natürlich, was gilt heutzutage für die Kids als teuer? Ein 600-Euro-Smartphone scheint ja heutzutage keine wirkliche finanzielle Hürde zu sein. Und zu meiner Zeit waren schon Pokémon-Karten für 20 D-Marks zu teuer. Bitch Please steht auch zum Voting zur Verfügung. Das Wort ist eines meiner Favoriten, weil man kennt es natürlich aus dem Internet von dem coolen Meme. Und eigentlich ist es auch universal einsetzbar. Je nach Betonung, je nach Lebenssituation kann man das eigentlich überall verwenden. Assi-Tempel? Bauen die schon so langsam eine eigene Religion auf oder warum brauchen Assis einen Tempel? Ach, das soll Assi-Stempel heißen. Okay, ein anderes Wort für Tattoo. Gab's letztes Jahr nicht auch noch irgendwas mit Stempel? Oder war das Arschfax? Ich weiß es nicht mehr. Beta. Ja, ich als Nerd bin bei diesem Wort sehr, sehr verwirrt. Während ich an Produkte denken muss, die noch irgendwie in der Testphase befinden und noch nicht rauskommen sollten, bezeichnen damit die Jugend anscheinend jemanden, der ein Versager ist und nichts erreichen kann, halt kein Alpha ist. Armer Charlie, der ist anscheinend nächstes Jahr für das Voting dran. Der aktuelle Favorit in dem gesamten Voting ist das Wort Haven mit aktuell 63% der Stimmen. Das kommt wohl aus dem Türkischen, das Wort, und soll sowas wie bedeuten wie Tiertrieb oder wenn jemand sich animalisch verhält. Hä? Allein die Definition von diesem Wort ist so schwammig und das wird auch noch so hoch gewotet. Da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das aktiv benutzt wird in heutzutage. Zu bedenken gibt mir auch, dass es mal wieder ein türkisches Wort ist, weil letztes Jahr hat schon das Wort Babo gewonnen, was wohl auch aus dem Türkischen kommt und sowas wie Boss bedeutet. Und das zeigt auch so langsam, wo die Richtung, glaube ich, bei uns hingeht. Es kommen wahrscheinlich immer mehr türkische Wörter bei uns in den Sprachgebrauch. Vorher waren das ja immer Anglizismen, also englische Wörter, aber wenn es jetzt schon das zweite Wort ist, das gewinnt, dann wird es wahrscheinlich auch immer mehr. Ob das gut oder schlecht ist, ist einmal dahingestellt. An sich interessiert mich das auch nicht. Und es gibt noch eine Reihe mehr, die aber nicht wirklich irgendwie von Bedeutung sind oder, glaube ich, einfach irgendwann mal untergehen werden. Unter anderem Immatrikulationshintergrund, Menschen, die nicht arbeiten können und sind deswegen studieren gegangen. Fußpilz, Sixpack zum Mitnehmen, also, ja. Papieren, ja, das Internet kennt Papieren, was soll man dazu noch sagen? Obamen, jemanden abhören, entsnoden, etwas entschlüsseln. Und die volle Liste findet ihr auf der Homepage www.jugendwort.de. Eine Frage an die jüngeren Zuschauer, die noch zur Schule gehen. Habt ihr diese Wörter schon jemals selber gehört oder auch selbst mal benutzt? Ich bin ja schon lange da raus und deswegen kriege ich sowas eigentlich nur durchs Internet mit, durch irgendwelche Memes oder sowas. Selbst Swag habe ich irgendwie mal komplett verpasst. Und irgendwie stelle ich mir das schwierig vor, dass diese Wörter anscheinend tagtäglich in Gebrauch sind. Wie zum Beispiel Teebatzen, das habe ich ja noch nicht mal auf dem Bahnhof irgendwo gehört. Wie sieht es mit euch aus? Was ist euer Lieblingswort 2014? Und beziehungsweise wie findet ihr diese Aktion von Langscheid mit dem Jugendwort? Eure Meinung in die Comments. Das war's auch schon für dieses Stanrant. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr diese Folge nicht ganz so scheiße fandet. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Hier kommt ihr zu den letzten Episoden, falls ihr die verpasst habt. Und ich sehe euch in der nächsten Woche im Stanrant. Gebt mir Flosse.